Hi, liebe Freunde, heute möchte ich euch gerne mal eine meiner liebsten Suppen zeigen, die Gulaschsuppe. Für die Gulaschsuppe brauchen wir natürlich, wir machen auf ungarische Art, das heißt, wir brauchen Rindfleisch. Ich habe jetzt hier ein Stück aus der Brust, ist schon pariert. Das werden wir nachher in ca. 1 cm große Würfel schneiden. Dann ganz wichtig bei Gulasch, Ragout etc., ja, dass du quasi, wenn du ein Kilo Fleisch hast, dass du dann ein Kilo Zwiebeln hast. Die werden wir gleich in Brunoise schneiden, Gemüsewürfel 1 bis 2 mm Kantenlänge. Dann haben wir hier rote, gelbe Paprika, Sellerie, Karotte, Kartoffeln ganz wichtig, dann verschiedene Gewürze, Paprika, Edelsüß, Majoran, gemahlenen Kümmel, bisschen Tomatenmark, Knoblauch, Lorbeerblatt, zwei kleine Chilischoten und ein bisschen Blattpetersilie. Und würde ich sagen, dann starten wir einfach. Beim Gulasch fängt man nicht, bei der Gulaschsuppe fängt man nicht mit dem Fleisch an, sondern man fängt mit den Zwiebeln an. Das ist nämlich so ein Unterschied zwischen Ragout und Gulasch. So, die Zwiebel schneiden wir jetzt in Brunoise, das heißt Gemüsewürfel 1 bis 2 mm Kantenlänge. Hier seht ihr den Strunk, den lege ich mir Richtung 11 Uhr. Messerspitze zeigt auch Richtung 11 Uhr. Fingerkuppen sind eingezogen, Daumen hinten dran. Und dann schneiden wir die Zwiebel quasi in feine Streifen, aber nicht ganz durch, damit das am Strunk noch zusammengehalten wird, damit wir nachher nicht so ein Gefitzel haben beim Kleinschneiden. So. So, bisschen Öl, die Zwiebel schon mal rein. Ich habe das Ganze noch nicht angemacht, weil ich erst noch den Knoblauch dazu geben möchte. So, Zwiebel und Knoblauch werden wir jetzt gut anschwitzen mit Farbe, bis es leicht bräunlich ist. Und bis das soweit ist, kümmern wir uns schon mal unser Fleisch. So, wie gesagt, so, ich habe ja eben das Wort parieren erwähnt, ja, das heißt das Fleisch von überschüssigem Fett und Sehnen befreien. Wir haben jetzt hier eine Sehne, die läuft hier durch, aber das ist auf jeden Fall nicht schlimm, ja, das brät sich nachher weg. Jetzt gehen wir hin, schneiden das Fleisch in ca. 1 cm große Würfel. Für ein richtiges Gulasch würdest du es natürlich ein bisschen größer schneiden, aber wir wollen ja eine Gulaschsuppe haben, wo du nachher natürlich in der Regel kein Messer benutzt. So, dann einmal der Länge nach. Circa 1 cm groß, wie schon gesagt. So, seht ihr, ungefähr so diese Größe. Das ist für die das zieht sich noch um ca. 25-30% zusammen und dann hast du nachher schöne kleine mundgerechte Stücke in der Suppe drin. So. Die Zwiebeln fangen jetzt schön an zu braten. Muss man natürlich auch immer ein bisschen im Auge halten. Zwischendurch natürlich auch mal ein bisschen rühren. So, das ist das Fleisch. Ich habe da schon mal ein bisschen vorgearbeitet. So, das stellen wir schon mal auf die Seite, bis die Zwiebel soweit ist. Und in der Zeit können wir uns schon mal um unser Gemüse kümmern. Dann nehmen wir einmal den Sellerie, schneiden ihn auch in circa 1 cm große Würfel. Und das Gemüse kommt dann zum Schluss, wenn das Fleisch mit der Rinderbrühe abgelöscht ist, kommt dann das Gemüse und die Kartoffeln etc. dazu. Thank you.
Jetzt haben die Zwiebeln die richtige Farbe. Wir sehen, schön bräunlich angeröstet. Nun geben wir gemahlenen Kümmel dazu, circa einen Esslöffel. Den Majoran, ebenfalls circa einen Esslöffel. Paprika edelsüß, 2 Esslöffel. Lassen wir die Gewürze schön anrösten. Nun das Tomatenmark dazu, 1 Esslöffel circa. Und dann muss das auch schön mit Anschwitzen anrösten, damit wir diesen tomatischen Geschmack aus dem Tomatenmark rauskriegen und nur die Farbe und die Säure übrig bleibt. So. Das ist jetzt fast fertig. Ein paar Sekündchen noch. Dieser Ansatz hier, der ist halt alles entscheidend für die Gulaschsuppe. Dass das gut angeschwitzt ist, haben wir natürlich nachher einen viel, viel kräftigeren Geschmack drin. So. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir unser klein geschnittenes Fleisch dazugeben. Das schwitzen wir jetzt mit an. Salz immer ganz am Schluss. Alle anderen Gewürze kann man ruhig, wie jetzt den Kümmel, Knoblauch etc., das kann man schön am Anfang mit reingeben. So, das Fleisch ist jetzt schön angebraten. Wir haben unten so einen schönen Röstansatz. Und jetzt löschen wir das Ganze mit einer Rinderbouillon ab, die wir quasi aus den Fleischabschnitten gewonnen haben. So, alles rein, dass das gut bedeckt ist. Also schön ein bisschen über den Boden kratzen, dass wir diesen Röstansatz auch schön rauskriegen. Und dann lassen wir das jetzt circa eine Dreiviertelstunde ganz leicht köcheln. Und in der Zeit schneiden wir unser Gemüse fertig. Und dann kommt das kurz vor Schluss zu und dann schmecken wir das fertig ab. So, das Fleisch haben wir jetzt circa eine Stunde kochen lassen. Gucken wir mal. Wenn ihr das so schön leicht zerdrücken könnt, dann ist es auf jeden Fall gar. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir unser gewürfeltes Gemüse und die Kartoffeln dazugeben. Zeig nochmal das Fleisch, wann das gar ist, bitte. So, dann nehmt ihr euch einfach so ein Stück Fleisch und wenn ihr das so schön leicht zerdrücken könnt, dann ist es fertig. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir unsere gewürfelten Kartoffeln dazugeben. Die geben natürlich dann nachher ein bisschen Bindung mit rein, durch die Stärke, die dann austritt beim Kochen. Und unsere Paprika, Sellerie und Möhre. Dann haben wir noch die fein geschnittene Petersilie. So. Das lassen wir jetzt noch mal so 20 Minuten köcheln. Geben wir noch mal ein bisschen Rinderbouillon da drauf. Und dann ist die dann soweit fertig. Geben wir noch mal ein bisschen auf. Noch mal schön aufkochen. Und dann drehen wir aber schon direkt wieder zurück, dass das auch wieder nur so leicht siedet. Ja, seht ihr? Also es sieht auf jeden Fall schon mal aus wie eine Gulaschsuppe. Ist auch ein bisschen was drin, nicht so wie die von der Fabrikware. Nein, das kannst du auf jeden Fall nicht miteinander vergleichen. Vor allem ist da ein bisschen höherer Fleischanteil drin. So, wie gesagt, das lassen wir jetzt so ungefähr so Viertelstunde, 20 Minuten köcheln, bis die Kartoffeln und das Gemüse gar sind. Und dann kommen wir es anschmecken. Gemüse und die Kartoffeln haben jetzt circa 20 Minuten geköchelt. Wenn man das halt so mit dem Löffel ganz leicht zerdrücken kann, dann ist es gar. Und durch die Kartoffel ist halt ein bisschen stärker ausgetreten und hat quasi ein bisschen Bindung mit reingegeben. Das seht ihr so als leichten Film, was sich jetzt über das Gemüse und das Fleisch gibt. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, zum Abschmecken natürlich. Ja, nehmen wir mal ein bisschen was. Wir haben ja wie gesagt noch kein Salz und nichts dran, gell? Mhm. So, bisschen Salz. Bisschen Pfeffer. Ist halt eine größere Menge, da muss ich schon ein bisschen mehr ran machen jetzt. So.
Und was natürlich noch ein ganz besonderer Pfiff ist, ja, jetzt tun wir einfach ein bisschen Zitronenschale da reinreiben. Das gibt so eine gewisse Frische und gehört einfach wie die Faust aufs Auge. Zitrone ist ja auch ein klassisches Gewürz beim Gulasch. Ja. So. So, jetzt probieren wir nochmal. Ja. Schmeckt auch super. Boah, hat auf jeden Fall richtig Power. So, und dann. Seht ihr, so sieht für mich eine Gulaschsuppe aus. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Rezepte gibt es bei uns im Blog. Lasst uns ein Like bei YouTube und abonniert uns, gell?